Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Epirus. Die letzte Folge wurde nicht aufgezeichnet, beziehungsweise war fehlerhaft. Dementsprechend, ja, wir haben mit unserer 501. die große Stadt angegriffen. Und der Untergang der Menschheit macht jetzt einen Ausfall. Das ist sehr cool, finde ich. War auch ein bisschen dumm von ihm, weil wenn er jetzt hier auf der auf dem Feld gerade so nicht gewinnt, dann hätte er das hier in der Stadt locker geschafft. So, letzte Runde ist nicht viel passiert, nur eine Fullstack-Armee von ihm hat noch eine Stadt von mir erobert und sonst ist wirklich nichts passiert. Ich habe mich nur entschuldigt, weil ich letzte Woche krank war. Da ist eben Epirus und die anderen Folgen ausgeblieben. Aber genau. Ich muss halt auch gerade ja, bisschen wegen dem wegen meinem Meisterstück schauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ist ein bisschen heftig viel, ne? Ich mache eine starke Linke. So. Was kann der? Oh, neuer Aufschwung, das ist gut. So. Ah, genau, er greift ja mich an. Das ist ja super. Es nähert sich feindliche Unterstützung. So. Sehr schön. Ich mag das. Ihr könnt schon mal ein bisschen brennender Schuss machen. Hellenische königliche Kavallerie. Thessalische Kavallerie. Hellenische königliche Kavallerie. Neue Ausschwunggruppe. Ermüdung wird verbannt. Sagen wir mal so. So. Das war ja ganz gut, dass ich die linke Front oder die linke Flanke ein bisschen verstärkt habe, weil hier kommt seine Garnison. Nackte Krieger, die haben natürlich nicht so viel Verteidigung, das ist ganz gut. Vorrücken!
Das war sehr dämlich von ihm. Unser General wird angegriffen. Schön in den Rücken rein. Die Männer wanken. Mal weg. Oh. Ja, ich habe auf nicht mehr auf meine Pferde geachtet. Das war schlecht. Ganz mal weg. Ah, General, bitte weg da. General, bitte weg. Du. So, sehr schön. Los, rennen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Na komm. Sehr schön. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Bin mal gespannt, ob die noch da bleiben. Sind zwar Silber 1, aber haben nur noch 4. Das ist ein bisschen wenig. So. Ah, das mit der Kaffa nicht so gut, ne? Naja. Ja, die hat zwar schon Damage verteilt, aber naja. 2-8, 2-1, 2. Passt. Die da waren auch nicht schlecht. Die habe ich halt gleich an die Seite gebracht. Der da ist tot.
Die beiden haben die Verstärkungsarmee aufgehalten. 3000 aufgestellt, 4900. Ja, schade. Aber die haben überlebt, das ist sehr gut. Ja. Das ist halt ja jetzt blöd, dass, ja. Der hat halt immer noch die Stadt. Ein bisschen nervig, aber nein. Das wird schon. Vielleicht wäre es euch möglich, und ich frage mit dem höchsten Respekt, uns etwas Geld zukommen zu lassen. Ah, nee. Weil sonst schnappst du dir die ganzen Lorbeeren für Spanien hier. Das geht mal gar nicht. Der belagert, Alter. Der geht ja jetzt ab. Ah, genau, das ist ja letzte Runde noch passiert. Da muss ich euch gleich mal zeigen, was da passiert ist. So, Siedlung wird belagert, genau. Umsturz, Verschleiß, natürlicher Tod. Das ist nicht gut. Der goldene das haben wir ja letzte Folge gemacht. Beziehungsweise die Folge, die nicht hochgekommen ist. Da war einer, der ein Sklave, der gute Goldschmiedearbeiten gemacht hat, und wir haben ihn befreit. Das Können des Sklaven war einzigartig. Käufer aus aller Welt kamen und zu seiner Schmiede und die Einnahmen aus seiner Kunst füllten unsere Schatzkammern. 5000. Das ist gut. So, der hat jetzt nichts mehr. Das Problem, wenn wir die jetzt belagern, sind die Pferde tot. Nee. So, wir gehen jetzt ganz zurück. Und können wir hier nicht machen. So. Zwei öffentliche Ordnungen. Öffentliche Ordnung. Plus 8 öffentliche Ordnung. Okay. So. Genau, warte. Ah, hier. Singidunum. Wurde von den heulenden Blablabla erobert. Das war nicht ganz so gut. Oh. Entschuldigung. Tut mir leid. Ja. Die sind immer noch nicht ganz heile und das ist ja wieder eine Fußgarmee. Nochmal viel Leitung. Festgenommen. Cool. Jetzt hat die. Nochmal schön gegen die feindlichen Einheiten. Agenten. Entschuldigung. Und der da bekommt einen neuen Dude. Was bekommst du denn? Verwundung feindlicher Agenten. Unterhaltskosten weniger und Moral. Machen wir doch dich. Sehr schön. Ausweichen. Wohlstand. Hingabe.
Du bekommst hier den da. So, dich baue ich aus. Ich brauche jetzt wieder ein bisschen mehr Nahrungsdinger. Warte, dich brauche ich hier nicht. Nahrung. In zwei Runden bekommen wir hier Nahrung. Genau, das bauen wir dann auch bald. So. Minusnahrung, das ist natürlich immer richtig schön. Richtig schön. So, du bekommst aber nichts, weil du ein feindlicher... Warte mal, habe ich jetzt eigentlich, Alter, ich habe halt nur welche von den Jüngern Athene, ne? Das ist ein bisschen übertrieben. Jetzt mach mal hier Kinder hier. Was soll denn das? Hier. Kinder bekommen. Das ist das Wichtigste hier. Minus 10 auf Kinder bekommen. Das ist natürlich... untreue Ehefrau. Schau mal, ich habe keine Kinder bekommen. Ist doch nervig. Na gut. Ich mach mal kurz einen Stopp hier. Gut, da sind wir wieder. Ja, das ist echt nervig. Attentat. Feind gemeuchelt. Sehr gut. Wieso bist du jetzt noch da? Oh mein Gott. So, wie lange müssen die jetzt noch warten? Ja, 5 Runden. 4 Runden. Ein bisschen noch. Ich warte noch 3 Runden. Wir sind übrigens gerade im Jahre 70 vor Christus. Und das ist halt ein bisschen heftig. Das ist ja gerade... Also, so lange habe ich, glaube ich, noch nie gespielt. Oder, also, ich habe halt davor immer gewonnen. Aber gut, er sagt, er tötet mich. Ich sage, wollen wir mal sehen. Genau, das war eben auch die Armee, die da drüben gewonnen hat. Hey, die sieht genauso aus wie die Stadt da. Die Stadt da drüben. Der hat hier angegriffen. Hier gehen Treppen hoch. Und hier ist eine Statue. Ja, hä? Wow. Genau die gleiche Stadt. Super. Dann seht ihr ja die gleiche Schlacht nochmal. Cool. Da ist es eigentlich wurscht, wo du hingehst. So. Die schießen dann von der Seite rein. So, ein bisschen vorspulen, bis sie kommen. Oder ich zeig mal die Stadt, weil die
Die wurde ja nicht aufgenommen, die Folge. Ich feier's wirklich. Das hier so. Ich mag die Stadt voll. Und vor allem was ich cool finde, ist, dass man hier wirklich richtig coole Verteidigung aufstellen könnte. Also ich würde wahrscheinlich nur sehr weniger an die. Alter. Echt jetzt? Der hat jetzt Türme gebaut? Okay. Ich fände es richtig cool, hier eben mit so zwei fetten oder insgesamt vier fetten Armeen zu kämpfen. Also einmal hier wirklich so hier Verteidigungsbauten hinzumachen, so wie die Feuerbälle kann man hier wunderbar runterschicken. Und dann, also. Das wäre schon richtig cool. Du kannst Pfeil schießen, ne? Wow. Ja, bam. Nichts getroffen. Nichts getroffen. Wie? Entschuldigung. Unser General wird angegriffen. Ey. Alter, nein, das machst du jetzt nicht, ne? Schön mal. Oh, ouch. Auf. Die Mauer schießen? Boah, das ist so brutal. Ah. Männer wanken. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht.
Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja, die Pikniere hier, die chillen gerade ihr Leben. Schön von der Seite rein. Schau mir mal das Duell an. So. Oh. Verdammt. Der ist nagisch, den machst du fertig. Komm schon. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Oh. Das ist ein schändlicher Anblick. Wir erwarten eure Befehle. Feuer! Bereit zum Einsatz. Oh, verdammt, jetzt kommen wir von der Seite. Oh, ist gut, dass er das, die von der Seite reinschießen können. Okay, ich stell die mal hier auf. Sehr gut. Hier wieder von vorne angreifen. Oh, die schauen nur zu, oder? Warte mal. Ich greife die jetzt mal von hinten an. Der Feind hat die Tore eingenommen. Echt jetzt? Scheiße, das ist nicht ganz so gut. Ist gar nicht gut. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Ah, 300 hat er erledigt. Letztes Mal hat er 600 erledigt. Das war ein bisschen heftiger. Aber, naja. Na, die da, die habe ich falsch aufgestellt. So, jetzt muss ich... jetzt muss ich da die wieder zurück einnehmen. Mit denen. Das ist nicht ganz so... Das ist nicht ganz so cool gerade. Oh. Okay, der hat es... Na, wie heißt das? Gekapert? Nee, abgerissen? Nee, geplündert? Ja. Oh Mann. Gut, wir sind schon wieder am Ende. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen, denn wir warten noch kurz, bis ich wieder dran bin. Nö. Ups. So. Ä.
Der Sturm hat lange genug gewütet. Nun könnte der sanfte Regen des Friedens einsetzen, wenn ihr denn zustimmt. Ja, wenn ihr mein Klientel... Oh, okay. Mein Klientel. Cool. Militärsabotage, eure Siedlung ausgeraubt, sabotiert. So, nächste Runde machen wir nochmal einen Kampf. Gut, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Ach, das ist uns doch egal. So, jetzt an. Gut, ja. Bis dann und macht's gut. Die machen wir noch schnell platt. Ja. Cool. Ich bin vergiftet. Oder ich habe irgendwie so eine blöde Seuche drin. Na schön. Ah, ja. Gut. Bis dann. Bye. See ya. Sie müssen bestraft werden!